Hallo, ich habe heute wieder eine witzige Kartenform für euch. Das hier ist eine sogenannte Diamond Fold oder Diamantfalt-Karte, die ausgeklappt dann so aussehen kann. Eine lustige Idee, wie ich finde. Und ich mag ja immer mal Karten, die so eine bisschen andere Form haben. Ich kann die dann natürlich auch so hinstellen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das könnt ihr euch vorstellen. Ja, ich möchte euch heute vor allem zeigen, wie man diese Karte faltet. Das Dekorieren nachher ist dann immer jedem so ein bisschen selbst überlassen. Da habt ihr bestimmt eine Menge Ideen zu. So, als erstes brauche ich Farbkarton. Ich habe mich für weißen Farbkarton entschieden. Und der hat eine Breite dann von 9 cm mal einer Länge. Ups, hier fällt gerade alles auseinander, macht nichts. Von 27 cm. Na. Mein Schneidemesser packe ich ganz weit weg, denn jetzt wird gefaltet und das zunächst mit einem Abstand von 4,5 cm vom Rand und nochmal bei 9 cm vom Rand. Die Maße findet ihr wie immer auf meinem Blog, damit ihr euch die jetzt nicht irgendwie nebenbei notieren müsst, da sind sie für euch aufgeschrieben. Von der anderen Seite, ich drehe das Ganze einmal um 180 Grad, auf der anderen Seite wieder, bei 4,5 und bei 9 cm Falten. Und dann markiere ich mir, damit man das ein bisschen erkennen kann, falte ich das mal so ein bisschen ein schon mal. Ich markiere mir die Mitte, das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu erkennen aus der Entfernung. Ich hoffe, das passt. Meines Papiers. Ihr könnt dann entweder hier von den beiden Seiten mit jeweils 4,5 cm Abstand nehmen oder halt die Hälfte von 27 cm, also 13,5 cm. Einmal markieren und diese Markierung hier, die benötige ich jetzt für die nächsten Faltlinien, denn ich falte jetzt, ich knicke das nochmal ein hier, dass man das ein bisschen besser sehen kann, ich falte jetzt von der ersten Falzung bis zu dem unteren, zu der unteren Markierung lege ich mir hier drauf. Und das Ganze nochmal, wieder von der Markierung bis zur unteren. Und das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Meine Markierung, meine Faltlinie. Und auch hier wieder meine Markierung zur Faltlinie. Da man das Ganze natürlich jetzt nicht so super toll erkennen kann, habe ich das Ganze für euch nochmal mit sichtbaren Linien hier gemacht.
so sollte das Ganze dann aussehen. Das ist alles Faltlinien hier. Um das zu falten, knickt ihr die einmal nach innen. Und dann nach außen. Ihr könnt da natürlich noch mal mit dem Falzbein lang gehen. Und im nächsten Schritt legt ihr das um und faltet die Diagonalen. In welche Richtung ihr das macht, ist im Moment noch nicht wichtig. Auf der anderen Seite natürlich auch die Diagonalen falten, so dass das Ganze jetzt schon die Form haben sollte. Jetzt könnt ihr einmal die Markierung hier entfernen, damit man die nachher nicht mehr sieht. So. Und dann werden diese oberen und unteren Teile, diese Dreiecke, einmal nach innen gelegt. Das ist ganz einfach, wenn ihr in beide Richtungen einmal gefaltet habt, wie ich eben. Und dann könnt ihr die praktisch so greifen und drunter ziehen. Und dann einmal schön obendrauf, gerne nochmal ordentlich rübergehen. Und da ist die Form. So, um das Ganze jetzt zu gestalten, könnt ihr euch ein Designpapier nehmen. Ich habe mich entschieden für das Designpapier Sukkulentengarten aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog von Stampin' Up auf Seite 21. Das bekommt ihr übrigens bis zum 31.03. auch noch gratis in der Auswahl der Celebration-Produkte. Bei jeder Bestellung könnt ihr pro 60 Euro ja euch was umsonst aussuchen und das ist eine der Möglichkeiten. Da kann man sich da nochmal mit eindecken. Und dann braucht ihr verschiedene Zuschnitte. Ich habe mich auch für zwei verschiedene Designs entschieden, für die äußeren Teile und für das Quadrat in der Mitte, halt mit diesen Blümchen, Sukkulenten, wie auch immer. Und für den inneren Teil, dann ist es im Grunde sogar nur die Rückseite des selben Designpapiers mit diesem karierten Muster. Dafür braucht ihr zum einen in 4x6, Quatsch, in 4x8,5, Entschuldigung, die Maße wie gesagt auf meinem Blog dann auch, 4x8,5 Zuschnitte und dann braucht ihr einen in 6x6. Das sind die, die ihr in dem, ich sag mal, Designpapier 1 braucht. Und im Designpapier 2 braucht ihr dann 2x5x5 cm und 1x5,5 x 5,5, Entschuldigung, für diese inneren. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe die schon vorgeschnitten hier in der Größe. Das ist der für den inneren Teil hier. Ich habe jetzt ein bisschen anderes Designpapier, aber aus demselben Designpapierpaket genommen. Das ist das, der 6x6 Zuschnitt für den Hintergrund hier. Dann habe ich hier gehabt, das war der 5,5 cm Zuschnitt. Den habe ich schon einmal quer halbiert. Und dann ist hier noch der kleine, das war der 5,5. Hier ist der 5x5. Und daran zeige ich euch mal, wie ich die Dreiecke daraus schneide. Ich lege mir beide Ecken genau auf meine Schneidekante. Und damit ich nicht direkt auf diese Ecke da stoße, setze ich mit meinem Schneider in der Mitte an. So, und dann nehme ich das, habe das schon mal halbiert und da ich das nochmal vierteln muss, lege ich mir die Ecke hier wieder auf die Schneidekante und lege es ansonsten oben an. So wird es schön gerade und schneide dann in meinem Fall lieber von oben nach unten. Aus dem einfachen Grund auch hier wieder anlegen, von oben nach unten, weil ich dann nicht auf diese Spitze treffe. Manchmal ist das so, wenn man mit der Spitze auf den Schneider stößt, dass das so ein bisschen einknickt und so, und das wollte ich nicht.
So, dann habe ich meine ganzen kleinen Dreieckchen hier zugeschnitten. Ich habe jetzt wieder ein bisschen geschummelt, in Anführungsstrichen. Ich habe nämlich ein bisschen was vorgearbeitet, damit ihr mir jetzt nicht die ganze Zeit beim Kleben zuschauen müsst. Das ist der zweite. Da klebe ich jetzt halt noch meinen 6x6, den lang von 8,5x4. Die beiden habe ich schon aufgeklebt. Aber ich klebe jetzt noch mal den Innenteil hier. Ein bisschen da, dass sich das da nicht ablöst. Und dann klebe ich das Ganze möglichst mittig. Ein kleiner weißer Rand darf immer stehen bleiben, sollte auch immer stehen bleiben. Und dann habe ich hier mein größeres noch. Das ist genau das, was hier hinpasst. Das ist aus dem 5,5x5,5. Einmal nur halbiert. Die Ecken noch mitmachen. Ah, jetzt will er nicht mitkommen. Jetzt aber. So. So. Möglichst mittig. So, und die kleinen dann auch. Da mache ich am besten gleich alle auf einmal. Das geht fixer. Der Kleber, den stört das auch nicht, wenn er einen kleinen Moment liegt. Muss ich gleich ein bisschen aufpassen, weil ich meine Unterlage voll geschmiert habe. So, einmal. So, und dann wird das hier rangeklebt in diese Quadrate, in diese Ecken. Quadrate, so ein Quatsch. Und dann klebt man das hier auch noch fest. Hey, 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 hey. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Kleber nicht woanders hin mache. So, nun aber. Ich achte dann hier so ein bisschen darauf, dass das möglichst ein bisschen gleich aufliegt. Da will der nächste schon mit. Möglichst mittig. Und der letzte. Ihr seid natürlich zu Hause wahrscheinlich ein bisschen geschickter und habt eure Klebedinger nicht gleich, wenn ihr alles schon auf einmal macht, an den Fingern schon vorab kleben, sodass ihr jetzt klebrige Finger hoffentlich nicht habt. Dann ist das Ganze fertig. Hier kommt es rein. Und jetzt fehlt euch letztendlich nur noch die Gestaltung vorne drauf. Da Ostern dieses Jahr ja ein bisschen später ist, habe ich mich nochmal für ein Motiv aus dem Osterkörbchen entschieden. Hier bei dem zum Osterfest habe ich einfach nur den oberen Teil gestempelt, den unteren abgeklebt, sodass ich nur zum Osterfest habe. Das kleine Gras hier im Hintergrund. Ja, und das war dann meine kleine Idee für heute für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, das nachzubasteln. Und ich würde mich freuen, wenn ich eure Projekte auch mal sehen darf. Viel Spaß und bis dann. Tschüss!